Hey, wir müssen über Schokolade reden. Wir in Deutschland lieben sie und essen ganze 9 Kilogramm davon pro Jahr. Aber es gibt da eine extrem bittere Seite. Bei Kakao denken viele zu Recht an unfaire Löhne und Kinderarbeit. Aber es gibt da noch ein zweites, kaum öffentlich diskutiertes Thema. Die massive Abholzung von Regenwäldern für Kakaoplantagen. Im größten Anbauland der Welt, der Elfenbeinküste, sind in den letzten 30 Jahren über 90% des Regenwalds gerodet worden. Größtenteils für Kakao. Das Grüne hier sind Kakaobäume. Alles, was einmal Regenwald war, ist tot. Unter dem intensiven Einsatz von Pestiziden wird Kakao dort in Monokultur angebaut, bis der Boden ausgelaugt ist. Dann beginnt das Übel an anderer Stelle von vorne. Damit zählt Kakao zu den Lebensmitteln mit dem höchsten CO2-Fußabdruck. Direkt hinter Rindfleisch und weit vor Palmöl. Warum das keiner weiß? Naja, frag mal die Kakaolobby. Der Kakao wird dann nach Europa geschifft, wo er mit ebenfalls emissionsintensivem Milchpulver gemischt wird. Und zu guter Letzt wird das Ganze auch noch in Aluminiumfolie oder Plastik verpackt. Die Sache ist klar, es muss sich was ändern. Wir sind Nokao aus Leipzig und wollen Schokolade endlich nachhaltig machen. Im Gegensatz zur Konkurrenz gehen wir das Problem 360 Grad an und setzen dabei auf 4 Säulen. Erstens Agroforstwirtschaft. Um das Problem der Abholzung zu lösen, müssen wir die Art und Weise, wie Kakao angebaut wird, radikal neu denken. Weg von Monokulturen hin zu Agroforstwirtschaft mit hoher Artenvielfalt. Der Kakaobaum kriegt also Nachbarn. Von der Bananenstaude über den Zitrusbaum bis hin zum Urwaldriesen, der einfach stehen bleibt. Aktuell kommen bereits 50% unseres Bio-Kakaos aus solchen Systemen. Ab 2024 wollen wir mit einer Partnerschaft mit Naturland auf 100% erhöhen. Zweitens, vegane, natürliche Rezepturen. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Schweiz ist uns ein Durchbruch bei einem neuartigen Produktionsverfahren gelungen. Auch mit deutlich weniger Zucker und ganz ohne Milch sind unsere veganen Schokoladen kaum mehr von klassischer Milchschokolade zu unterscheiden. Wir haben mal nachgefragt. Ich hätte jetzt nicht, wenn ich es blind verkosten würde, gewusst, dass es vegan ist. Auch so von der Süße her ist sehr angenehm. Ich bin sehr zufrieden beim ersten Probieren. Drittens, Verpackung. Beim Thema der nachhaltigen Verpackung sind wir Vorreiter im Kampf gegen Plastikmüll. Dafür arbeiten wir seit diesem Jahr mit unserem Partner und Investor Köhler zusammen. Im Gegensatz zu anderen Verpackungen kannst du unsere einfach im Altpapier entsorgen, wo sie bis zu 25 Mal recycelt werden kann. Viertens, fairer Handel. Für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir stehen in direktem Kontakt mit unseren Kakaokooperativen und zahlen sogar deutlich mehr als den Standard-Fairtrade-Preis. Dieses ganzheitliche und verdammt leckere Konzept gibt es in 3 verschiedenen Formaten. Schokoriegel, Schokotafeln und schokolierte Früchte und Nüsse. Okay, let's talk business. Seit 7 Jahren arbeiten wir daran, unsere Präsenz im Handel kontinuierlich auszubauen. Seit letztem Jahr konzentrieren wir uns dabei mit vollem Fokus auf Schokoladenprodukte. Du findest Nokao mittlerweile in über 9000 Märkten in Deutschland und Österreich. Der nächste große Schritt ist die Rewe-Kassenplatzierung im Oktober, der den Beginn einer strategischen und langfristigen Partnerschaft markiert. Für die nötige Aufmerksamkeit werden wir parallel mit dem Investmentarm von ProSieben unsere erste TV-Kampagne starten. Bei Rewe sind wir ständig auf der Suche nach innovativen Marken, die mit neuen Ideen und nachhaltigen Konzepten eine Chance im Lebensmitteleinzelhandel verdienen, um sich so dem Endverbrauchervotum stellen zu können. Umso mehr freut es uns, dass wir zeitnah eine größere Listung mit einigen Produkten in einigen unserer Rewe-Kassenzonen ausrollen werden. Ein deutlich umfangreicheres Projekt ist gemeinsam gestartet und wird voraussichtlich im Februar 2024 ausgerollt werden. Seid gespannt! Der Markt für vegane Schokoladen soll auch in den nächsten Jahren Hauptwachstumstreiber in der Kategorie sein und unsere Entwicklung befeuern. Unsere Geschichte schreiben wir dabei nicht alleine. Auf Social Media folgen uns über 100.000 Menschen. Wir gehören damit zu den Love Brands in der deutschen Food-Szene. Unterstützt werden wir von Investoren und Branchenexperten in unserem Board, die ähnliche Skalierungsphasen erlebt haben, bei Oatly, Innocent oder Just Spices. I know from experience it takes a lot to scale an FMCG brand. The team at Nokao has proven over the years their ability to build the brand and the distribution needed in a very competitive market. I am glad as chairman of the board to be able to support them in this journey. At Five Seasons Ventures, we have led European startups such as Y-Food and Just Spices towards successful exits. We are supporting Nokao because it fits 2 key investment criteria.
First of all, a dedicated and ambitious founding team. And second of all, the ability to become a category leader as a purpose-driven chocolate brand. Für mich schreit der Markt ja förmlich nach authentischen Marken, die nicht nur ihre Hausaufgaben im Bereich Nachhaltigkeit machen, sondern auch eine frische Sprache sprechen und verstehen, wie die Generation Y und Z ticken. Nukao ist für mich seit Jahren so eine Leuchtturmbrand und mit dem Relaunch im letzten Jahr haben sie auch die richtigen Weichen gestellt, ein echter Player am Schokoladenregal zu werden. Jetzt ist es Zeit für die nächsten Schritte. Und deshalb laden wir dich ein, Teil von Nukao zu werden. Mit eurem Investment möchten wir unser Vertriebsnetzwerk weiter ausbauen, alle unsere Produkte auf Papierverpackung umstellen und eine Partnerschaft mit Naturland eingehen für eine 100% abholzungsfreie Lieferkette. Sei dabei und werde Teil der Bewegung für den längst überfälligen Wandel im Schokoladenregal.